Das Ding ist klein und unscheinbar. Es hat aber eine grosse Wirkung. Es hilft uns gut, 2 Mann Tag einzusparen, wenn wir das Holz ausbauen. Ich konnte mir das vorher fast nicht vorstellen. Und am Anfang war ich kritisch und unsicher, ob das wirklich klappt. Mit dem HCW-Stecksystem von Hilti stecken wir ein Haus zusammen wie mit Legosteinen. Damit das funktioniert, muss in der Vorbereitung alles auf den Millimeter stimmen. Die Spurschwellen von früher sind Geschichte. Heute lange Bolzenanker, eingemessen und nivelliert mit dem Laser. Und das ganz einfach im Einmalbetrieb. Das HCW-System haben wir in unseren bestehenden Fertigungsprozess integriert. Mit dem Stecksystem montieren wir auf der Baustelle einiges schneller. Sowohl bei Beton auf Holz, vor allem aber auch bei Holz-auf-Holz-Verbindungen. Das nachträgliche Untermörteln der Spurschwelle im Erdgeschoss fällt weg, weil wir das direkt in den Arbeitsablauf integrieren können. Auch müssen wir heute in den oberen Geschoss die Spurschwelle nicht neu einmessen gehen. Nach mittlerweile 4 Projekten hat sich der Arbeitsprozess gut eingespielt und wir bringen mit dem HCW die digitale Präzision auf die Baustelle. Meine Skepsis und Angst war also unbegründet. Darum, wer nichts wagt, der gewinnt nichts. Für mich ist das Lego-Stecksystem ohne Spurschwelle klar Zukunft im Holzbau.